Was geht ab, Leute von Nerdalert Games hier und willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Sterben wir eine Runde. Ich wollte einfach eine schnelle Abkürzung nehmen. Wir finden noch genug Heilung auf dem Weg. Schön, schön, schön. Wir checken mal kurz den Weg. Ich sollte da hoch. Gesagt, getan. Die Nebenquest, die war eigentlich ziemlich okay. Nichts Besonderes. Ich bin schon gespannt, was uns sonst noch so erwarten wird. Das ist ja erst der Anfang. Wir haben ganz kleine Viecher nur am Anfang. Keine großen Bosse, keine großen Gegner. Also müssen wir zusehen. Super, ich finde gerade alles außer Heilung. Das habe ich irgendwie anders geplant. Glaube ich überhaupt richtig? Ich bin schon vorbeigelaufen. Haha, ich muss ja hier das Überbrückungsding testen. Schön, wo geht's denn hier hin? Ah, da können wir drauf balancieren. Da kann ich doch bestimmt runterballern. Das könnten wir benutzen. Wo habe ich denn eigentlich das Teil? Schockdraht? Ah, ich habe die Waffe nicht. Vielleicht muss ich die noch anlegen. Inventar. Waffen. Der Speer. Ne, das haben wir ganz normal am Jägerbogen dran, meine ich. Müssen wir da nicht noch irgendeine Modifikation ändern oder so? Moment. Das hat sie, glaube ich, schon dran gemacht. Also sollte es eigentlich funktionieren. Haben wir in der Zwischensequenz gesehen. Handhabungsspule haben wir aber hier. Läufer, an Ihnen kann ich das Überbrückungsgerät testen. Ich muss leise sein. Nach allem, was ich durchgemacht habe, soll mich keine panische Herde überrennen. Krass, okay. So funktioniert das also. Ich dachte, wir müssen per Pfeil einfach ballern. Ja, haha. Aber ich glaube, meine Sprünge sind... Ah, die sollte doch weiter springen. Okay, wenn uns die Herde nicht umbringt, bringen wir uns einfach selber um. Warum nicht? Das ist aber ein mega kleiner Schritt, den ihn da gemacht hat. So kommen wir nicht weit. Er ist mal umgebracht. Okay, wir sind wieder hier. Dann sollte ich vielleicht den normalen Weg nehmen. Oh shit. So viel zum Thema normaler Weg. Ich müsste ja wieder hier runterklettern. Geht nicht anders. Müssen wir machen. Ich brauche das Leben. Ist das hoch? Ja, das ist sau hoch. Ja, perfekt. So, hinten überbrücken wir so ein Teil und dann haben wir endlich unser erstes Reittier. Danach sehen wir uns doch schon so lange. Nicht mehr rennen. Nur noch reiten, schnell von A nach B kommen. Obwohl das ja eigentlich schon relativ schnell geht momentan. Hey, Schwein. Läufer, an ihm kann ich das Überbrückungsgerät testen. Ich muss leise sein. Na, schön leise. Okay, dann mal los. Halten. Moment, halten. Wieso? Jetzt hat es mich bemerkt. Kacke. Warum hat er das nicht registriert, als ich gehalten habe? Beim ersten Mal habe ich es versaut, gebe ich zu. Dann war irgendwie zu spät. Jetzt geht's. Okay. Gehörst du jetzt mir? Nice. Schön. Wenn du X antippst, wird die Geschwindigkeit. Braver Junge. Durch Antippen von Kreis wird sie langsamer. Das ist schon besser. Und Nahkampfwaffe kann ich auch benutzen. Was spielen wir hier? Den Witcher / Zelda Hammer. Nutze den Nahkampfangriff der Reitmaschine mit R1. Holy moly. Das ist cool. Okay, reden wir mal ein bisschen mit Val. Dieser Läufer ist schnell. Die Bestie läuft. Tja, Tiere scheinen ausgestorben zu sein, außer Eber und Truthähne. Ich sollte noch aber andere Maschinenarten überbrücken. Man kann vermutlich nicht alle reiten, aber vielleicht finde ich eine verwendete Geräusche. Direkt vor den Toren. Seid vorsichtig! Die Tore scheinen zerstört zu sein. Her! Her! Erzmutter Tirsa sagt, du kennst den Weg nach Meridian.
Die Hauptstadt des Kaja-Sonnenreichs? Du suchst Zuflucht? Nein. Ein Verräter namens Olin. Die Mütter machten mich zur Sucherin, damit ich ihn finde. Du solltest nach Norden gehen, nach Mutterkrone. Falls du schaffst, sprich mit Maria, sie zeigt dir den Weg. Falls ich schaffe? Der Weg ist gefährlich. Seit dem Massaker am Kriegstrupp sind unsere Lande unbewacht, die Grenzen ungeschützt. Wir haben keinen Kriegsherrn, der uns führt. Macht das nicht Rash? Nur weil Sona verschwunden ist. Ich würde sie selbst suchen, aber sie befahl mir, dieses Tor mit meinem Leben zu beschützen. Und das tue ich. Du sagtest, auf dem Weg lauern Gefahren. Was für Gefahren? Zu viele, um sie zu nennen. Die Mörder sind noch da draußen und irgendwie haben sie die Maschinen beeinflusst, Chaos zu verbreiten. Ja, ich hab's selbst gesehen. Und Banditen. Sie schleichen sich über die Grenze und überfallen uns. Es heißt, sie haben ein Lager in den Ruinen am Fluss. Ich sollte wohl noch mehr Pfeile machen. Ja, wäre auf jeden Fall genial. Die Gewinnerin der Erprobung. Woher weißt du das? Ich sprach mit Überlebenden. Du hast für sie gekämpft. Wie auch Bast. Und meine Schwester. Seine Schwester war Vala? Es tut mir leid. Ich mochte sie. Ich dachte sogar, wir werden Freunde. Es sollte nicht sein. Danke. Sie starb für andere. Kein Tod ist besser. Es gab ein Massaker am Kriegstrupp. Wie? Als wir vom Angriff auf die Erprobung hörten, stellte Kriegsherrin Sona einen Kriegstrupp zusammen. Aber der Wunsch nach Vergeltung ließ manche Krieger kopflos losstürmen. Direkt in einen Hinterhalt. Ein Haufen verrückter Maschinen, voller Verderbnis, überfielen die Krieger und töteten sie. Die Kriegsherrin schlug sich schließlich zurück und zerstörte die Maschinen. Doch da waren die Mörder schon weg. Und unsere Verluste extrem. Kriegsherrin Sona wird vermisst? Selbst als der Kriegstrupp ermordet wurde, hat sie nicht aufgegeben. Sie hat nach Freiwilligen gesucht und die Mörder verfolgt. Hast du dich nicht gemeldet? Doch, natürlich. Aber Sona wies mich zurück. Sie befahl mir, nach den Verwundeten im Becken zu sehen. Und dieses Tor, das Becken, mit meinem Leben zu beschützen. Das war vor Tagen und seitdem habe ich nichts von ihr gehört. Es weiß also niemand, ob sie noch am Leben ist. Wenn jemand da draußen überleben kann, dann sie. Ihr Können ist legendär. Eine unbeugsame Kraft, an der wir uns messen müssen. Sie scheint die Latte hochzuhängen. Oh, verlass dich drauf. Sie ist meine Mutter. Ja, krass, wieder 1000 Informationen. Ich sollte jetzt gehen. Aloy, bevor du nach Mutterkrone und darüber hinausreist, könntest du vielleicht zuerst nach Sona suchen? Der Stamm braucht ihre Führung. Ich würde sie selbst suchen, aber sie befahl mir, dieses Tor um jeden Preis zu schützen. Wo war sie zuletzt? Am Ort des Kriegstruppmassakers. Eine waldige Niederung gegenüber von Teufelsdurst auf dieser Flussseite. Dort kannst du vermutlich ihre Spur aufnehmen. Sie suchte die Mörder, die die Erprobung angegriffen hatten und jene töteten, die wir liebten und die dich töten wollten. Ich verstehe, Val. Ich tue, was ich kann. Ordentlich. Jo, wir können unsere Reitmaschine auch herbeirufen. Das ist genial. Um deine Reitmaschine zu rufen. Und dann können wir halt so. Ja, ist doch perfekt. Reicht mir. In The Witcher 3 noch Plätze? Und hier einfach mal Reittier, Reitviech. Ist total herabwürdigend für so ein Viech. Wow. Okay, wir haben so viele Rohstoffe, die können wir eigentlich alle verticken. Es sei denn, wir brauchen das, um noch irgendwas herzustellen. Und ich weiß nicht, ob es wirklich der Fall ist. Doch, das war richtig. Ich wollte nämlich nochmal, genau, wir haben nämlich noch einen Fertigkeitspunkt. Vielleicht stecken wir es in den Sammler rein. Oh, das ist natürlich super praktisch. Das nehme ich mal. Mehr Heilung, beziehungsweise schnellere Heilung. Dann haben wir die Aktivquest, die Haupt. Haben wir noch eine Neben? Ja. Ist aber noch zu krass für uns. Die Spur der Kriegsherrin. Machen wir die aktiv. Und hoch!
Und wir geben Gas. Und ich könnte mal kurz noch gucken, ob wir nicht eine Modifikation austauschen werden. Ne, nicht hier. Herstellen. Waffe modifizieren, ganz genau. Wir können nämlich noch vielleicht in die Stolperfalle was reinballern. Handhabung und Schock. Kann ich das hier auch reinmachen? Ne, hier habe ich nur Feuer oder Handhabung. Okay. Schaden haben wir gerade drin. Feuer- und Eisschaden. Ja, also brauchen wir nicht wirklich ändern. Aber hier. Selten sogar. 16 auf Schock. Ja, machen wir mal rein. Nutzt das Ding sowieso relativ selten. Aber es ist ehrlich gesagt nicht schlecht. Größer geworden. Aber auch gefährlicher. So, da haben wir auch wieder 4. Wir sammeln fleißig, dass uns nie die Rohstoffe ausgehen werden. Wir nehmen normale Pfeile. Auf geht's! Ah, hier ist auch wieder eine Nebenquest. Geht es dir gut, Jäger? Wurdest du beim Kriegstruppangriff verletzt? Nicht wirklich. Und ich bin kein Jäger oder Krieger. Ich bin eigentlich niemand. Du solltest nicht mal mit mir reden. Wer immer du bist verletzt. Was ist passiert? Ich heiße Cran. Ich wollte mich an den Prüfungen im Jagdgebiet hinter der Anhöhe versuchen, um, naja, besser zu werden. Es, lief nicht so gut. Ich finde das immer witzig, wie interessiert und traurig die zugleich guckt. So, dass die den richtig so Komfort bieten möchte, so. Oh, was ist los? Was ist mit dir passiert? Du wurdest in einem Jagdgebiet verletzt? Wie? Also, ich zielte gerade auf den Behälter auf dem Rücken eines Läufers, da riss meine Bogensehne, ich stolperte und... Ach, vergiss es. Es war nicht schön, okay? Ich wollte nur etwas trainieren und wo geht das besser als in einem Jagdgebiet? Dort gibt es Prüfungen, fast richtige Herausforderungen und man bekommt Abzeichen, wenn man Ziele oder bestimmte Zeiten erreicht. Der Aufseher ist auf dem Hügel dort, da im Norden. Frag ihn wegen einer Prüfung. Du bist bestimmt besser als ich. Wieso sagst du, dass du ein Niemand wärst und ich nicht mit dir reden soll? Ich habe einen Bogen gestohlen, okay? Und wurde verstoßen. Das war vor der Erprobung. So kann ich in dieser Zeit der Not nicht mal für meinen Stamm kämpfen. Ich muss in der Wildnis leben, ganz allein. Darum wollte ich ein bisschen trainieren. Ich bin bloß froh, dass der Aufseher mit mir geredet hat. Ich glaube, er ist ein Verbannter oder sowas. Ihn scheinen die Gesetze der Stammmütter nicht zu kümmern. Es läuft nicht wirklich besonders gut für dich, was? Kann ich dir irgendwie helfen? Nein, nein. Ich komme klar. Mein Vater sagte immer, Urmutter hätte Pläne für mich. Zumindest bevor ihn ein Läufer überrannt hat. Ja, krass. Also eine Familie von Unfähigen. Ich muss jetzt los, Cran. Okay, sei vorsichtig, besonders Richtung Norden. Und schau im Jagdgebiet vorbei, wenn du trainieren willst. Cool, also haben wir da Prüfung. Das ist interessant, da können wir auf jeden Fall nochmal drauf zurückkommen. Entferne Behälter von Grasan, erledige Maschinen mit Holzstapelfallen. Obwohl, das könnten wir doch eigentlich jetzt machen. Ich hätte eigentlich Bock drauf. Mal probieren. Wenn wir failen, drehen wir um. Und los geht's. Okay, hier bin ich. Da stehen die mitten auf der Straße. Was soll denn der Scheiß? Bleib doch mal irgendwo im Graswaldgebiet. Moment, ist das überhaupt meine aktive Quest? Nicht, dass ich irgendwo wieder hinlaufe. Ich glaube nämlich nicht. Moment, das ist gar keine... The fuck? Wir haben mit Grata noch gar nicht gesprochen. Haha, stimmt. Das war ganz am Anfang. No, no, no. Wir hatten das doch gerade als aktive Quest ausgewählt gehabt, meine ich, aber nicht bestätigt. Da muss ich nochmal glatt zurück zu dem. Denn die Jagdgebiete können da irgendwo hinten gewesen sein. Die sind hier mitten auf dem Weg. Total kaka.
Er ist auch weg. Hier ist das Jagdgebiet. Genau da wollte ich hin. Halt. Wir können eigentlich runter. Was haben wir denn da? Das ist ein Graser. Gut zu wissen. Aber wir müssen noch ein Stückchen weiter hoch. Um das Ganze aktiv zu machen. Oh, ein Fuchs. Es gibt also noch mehr Tiere. Richtig die Spielewelt entdecken. Die ist groß, da gibt es viel zu sehen. Das machen wir auch. Wen haben wir denn hier? Die Händlerin? Und Feuer. Und ein komischer Typ. Ich sprach mit Kren. Er sagte, dies sei ein Jagdgebiet, um sein Können zu testen. Armer Kren. Nicht der beste Jäger. Aber das macht ihm nichts aus. Hm. Trägst ein Sucherzeichen. Ich dachte schon, die gibt es gar nicht. Du hast tatsächlich die Erlaubnis der Stammmütter, das heilige Land zu verlassen? Ja, aber ich wäre sogar ohne die Erlaubnis gegangen. Wirklich? Dann können wir vielleicht offen reden. Es ist so, ich bin hier für die Kaja. Ich vertrete eine Organisation namens Jägerloge. In Meridian. Wir testen das Können junger Jäger an Orten wie diesem. Du könntest genau die Person sein, die wir suchen. Versuch dich doch mal an den Prüfungen. Doch damit eins klar ist. Ich würde begrüßen, wenn du unsere Unterhaltung geheim hältst. Besonders gegenüber den Stammmüttern. Gerne doch. Erzähl mir von den Prüfungen. Die Jägerloge bietet in Jagdgebieten Prüfungen an, bei denen Jäger ihr Talent beweisen können. Was bekommt man, wenn man sie besteht? Den Stolz auf sein Können. Und Abzeichen, je nachdem, wie gut man war. Hier bieten wir Werkzeugprüfungen an. Was für Werkzeug? Zur Jagd braucht man nicht nur einen Bogen. Du musst einfach alles Verfügbare einsetzen, sogar deine Umgebung. Das siehst du, sobald du eine Prüfung machst. Was ist die Jägerloge? Eine Gruppe von Jägern, die als Wettkampf die mächtigsten Maschinen vernichten, geführt von den Kaja in Meridian. Du wirst sie treffen, wenn du im Jagdgebiet 3 Halbsonnen erlangst. Aber sei gewarnt, sie mögen keine Nora. Entscheide dich. Welche Prüfung interessiert dich? Ich erkläre sie dir. Wir nehmen das, denke ich, mit den Grasern zuerst. Würde ich mal sagen. Holzstapelprüfung, Sprengdrahtprüfung. Ich denke, das ist die? Bei dieser Prüfung musst du Graser mit Sprengdrähten erlegen. Aber dazu brauchst du die Kaja-Stolperfalle und Munition. Mein Freund hier verkauft das vielleicht. Hab ich doch. Diese Prüfung zeigt, ob du die Umgebung zu deinem Vorteil zu nutzen weißt. Schieß auf die Stämme, damit sie umfallen und den Maschinen schaden. Denk dran, mit der Sprengschleuder kannst du Maschinen erschrecken und sie in die Richtung fliehen lassen, die du willst. Hört sich interessant an. Bei dieser Prüfung... Aber dazu... Ah, ich muss die kaufen. Ich dachte, wir haben diese Stolperfalle schon. Dann ja, machen wir erstmal das. Hab viel Spaß. Die Zeit läuft, wenn du eins der Seile runterrutscht. Okay, ich weiß zwar nicht, was mich erwarten wird, aber machen wir es einfach. Und wir können mit dem Schockdraht vielleicht die Viecher irgendwo hinlocken. Obwohl das eigentlich doof ist. Nee. Moment. Ich gucke erstmal nach dieser komischen... Nach dem komischen Ding da. Seilwerfer. Kriegsbogen, Rassler, Sprengfalle, Kaja, Stolperfalle. Das dürfte es gewesen sein. Kann ich mir gar nicht leisten. Naja, probieren wir mal die Prüfung. Ja. Das ist natürlich interessant. Hier ist kein Schwein. Da hinten bewegt sich irgendwas. Ich weiß gar nicht, was abgeht. Wo sind die Maschinen? Da! Wenn ich dich nur überbrücken könnte, wo könnte ich das wohl lernen? Das wäre wirklich ein Plan.
Wenn wir die vielleicht hierhin locken können. Durch irgendwas. Auch wenn wir diesen Lockruf hätten, das wäre phänomenal. Wo rennen die denn hin? Das, so war das doch nicht geplant. Oh, ich dachte, die rennen zu mir. Jetzt jagen sie mich. Doch, die jagen mich. Aber warum rennen die da hin? Die hätten doch da auch rennen sollen. Tja, das hat mal gar nicht geklappt. Puh, das ist ganz schön tricky. Verarschen, die kommen gar nicht hier hoch. Komm. Voll daneben. Das ist ehrlich gesagt gar nicht so leicht, die hinzulocken. Autsch. Das ist wirklich nicht leicht, die dahin zu locken. Na gut, wenigstens hat einer Schaden bekommen. Aber leider nicht geschafft. Autsch, autsch, autsch. Naja, wir haben noch zwei zu erledigen. Das kann man aber locker schaffen. So, da haben wir nämlich noch einen. Viel später. Und da ist auch noch eine Falle. Wenn der mitkommt, ist das eigentlich gar kein Problem. Ja. Cool. Autsch. Ja, hat doch geklappt. Und wir haben sogar einen Fertigkeitspunkt erhalten. Den spare ich mir aber auf. Cool. Prüfung geschafft. Weiter geht's.